Mit dem Traum eines eigenen Clubs geht es 2017 für David und Julie von Berlin nach Mallorca. Die Goodbye Deutschland-Auswanderer eröffnen auf der Partymeile den ersten Stripclub nur für Frauen. Das Konzept erfolgsversprechend. David bringt das nötige Know-how mit. Er arbeitet selbst als Stripper und ist sogar Teilhaber der berühmten Sixpacks. Der Traum vom Auswandern entpuppt sich für das junge Paar aber schnell als Albtraum. Insgesamt 280.000 Euro stecken Julie und David in ihren Traum. Eigentlich sollten 2.500 Euro pro Abend in die Kassen fließen, doch die klingeln kaum. Der Club bleibt oft leer. Monatelang kämpfen die beiden 31-Jährigen ums Überleben. Nach 4 Monaten entscheidet sich das Paar, seinen Traum aufzugeben. Sie brechen ihre Zelte auf der Baleareninsel ab und ziehen zurück nach Berlin. Rückblickend erzählt das Paar, dass Auswandern für sie zukünftig keine Option mehr sein wird. Über 100.000 Euro haben sie in den Sand gesetzt. Diese Erfahrung wollen sie nicht noch einmal machen. Aber hier in Deutschland gehe es den beiden sehr gut, wie sie betonen. Wohl nicht zuletzt, weil sie im November 2019 Eltern eines kleinen Sohnes geworden sind.